Einfach jetzt mal, Chat, um einen kleinen Real Talk zu machen. Ihr seht, der Kanal heißt anders jetzt. Die ganzen Designs sind anders und so weiter und so fort. Warum, weshalb? Also ihr wisst ja, ich habe damals einen eigenen Kanal gehabt, Epic 13, der ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Und dann habe ich hier diesen Kanal übernommen. Die Hintergrundsachen will und werde ich euch nicht erzählen. Habt ihr gemerkt, ich bin dann komplett weg vom Trading, einfach weil ich zwischen der Entscheidung stand, entweder mache ich gar keine Videos mehr, weil ich an Trading keine Interesse mehr hatte, genauso wie an der Community, bin ich ganz ehrlich, also an der Trading-Community keine Interesse mehr hatte, oder ich mache das, was mir Spaß macht. Vor der Entscheidung stand ich, dann habe ich mich entschieden, es weiterzumachen und eine komplette Umstrukturierung zu machen. Hat natürlich dann auch zur Folge, wie wir gerade aktuell sehen, dass der Kanal in Anführungszeichen im Gegensatz zu Trading überhaupt nicht läuft. Das ist mir komplett bewusst und so weiter, aber ich habe das schon mal aufgebaut mit meinem eigenen Kanal erstmal und zweitens, seitdem mit den wenigeren Klicks geht es mir besser, wie wo ich die mehr Klicks hatte. Ganz, ganz wichtig. Mir ging es deutlich, deutlich besser. Und das haben wir jetzt durchgezogen. Wir machen 6 Videos pro Woche, jeden Tag um 16 Uhr, außer Sonntag. Da kommen immer große Streams, 2 bis 3 Streams und fast 3-mal unter der Woche streamen und so. Also sehr, sehr guter Plan haben wir da. Regelmäßig kommen die Videos. Klar, wie gesagt, die Klickzahlen stimmen nicht, aber der Content macht uns Spaß. Und die Community, wo wir haben, wir sind klein. Ey, wir haben einen Rubin, einen Mike dabei, einen Bello haben wir dabei, ein Hessenbub, der in jedem Stream dabei ist, das ist gestört, in jeder Insta-Story antwortet, in Daniel, ich vergesse jetzt gerade ganz viele, Max ist auch dazu gekommen und das ist für mich eine deutlich stärkere Community gewesen oder ist eine deutlich stärkere und auch kleinere, muss man natürlich zugeben, wie die Leute, wo nur von mir irgendwelche Training-Tipps wollen, was auch seine Berechtigung hat, aber ich habe es einfach nicht gefühlt, ganz einfach. Und heute haben wir den ersten, also ich habe das schon seit Jahren im Kopf, haben wir den ersten Stream gemacht mit Formel 1, wo wir die echte Formel 1 kommentieren, weil heute war das erste Rennen und wir hatten unglaubliche 291 Zuschauer, das war komplett gestört und es hat mir ganz, ganz arg einfach gefallen. Juhu. Moin Sven, warte ganz kurz. Und dann, ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, durch das, dass der Kanal eh gerade schlechter läuft und so weiter, Chat, ob ich mich wieder umbenenne, weil es gibt einen Riesenpunkt, ich bin nicht Reflex. Ich werde nie Reflex sein und ich will es auch gar nicht sein, weil Valera hat da was ganz Eigenes aufgebaut mit seinem Namen, genauso wie ich mit Epic 13. Natürlich habe ich ihn übernommen, weil ich diesen Kanal übernommen habe. Aber damals habe ich schon gesagt, ich will ihn eigentlich gerne ändern. Ich habe es nur nicht gemacht, weil es nicht wegen dem Trading und ich wollte den Kanal nicht schaden. Jetzt, wo ich dem Kanal, wie es jetzt um die Hater so ein bisschen recht zu geben, ich habe den Kanal an die Wand gefahren, ja, weiß ich. Aber ich bin glücklicher. Ich könnte Trading machen, ich hab ein Programm da sitzen, wo ich Trading-Tipps im laufenden Bande rauskriege und ich wahrscheinlich hunderte, wenn nicht so, sogar tausende Zuschauer habe, aber ich nutze es nicht, einfach weil ich es nicht möchte. Und jetzt heute, wo der Punkt nach dem Stream war, habe ich mit ein paar Leuten geschrieben und ich glaube, der Kanal ist in einer kompletten Umstrukturierung. Der wird komplett neu aufgesetzt gerade. Wir haben zwar die Zahlen, die Abonnentenzahlen, alles schön und gut, aber jetzt kommt, jetzt so langsam ist Valera, Reflex draußen und jetzt kommt ich, Marian, Epic rein. Epic 13 kommt langsam in diesen Kanal rein mit der Umstrukturierung. Ich habe das schon damals auf meinem Kanal gemacht. Ich habe COD, Minecraft, alles gemacht und war glücklicher. Und jetzt habe ich mich einfach dazu entschieden, mich auch umzubenennen, also meinen Namen reinzusetzen, weil, wie gesagt, ich bin Epic 13 und nicht Reflex. Will ich gar nicht, ich will auch gar nicht Reflex sein. Und jetzt, wir sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Wege. Nicht für die Trader natürlich, aber für uns. Und ich
bin vor, wo ich den Kanal geändert habe, Leute, ich habe diese Designs, wo ihr jetzt gleich seht, die habe ich alle selber gemacht. Ich bin tagelang dran gesessen, habe es animiert. Ich habe tagelang damals bei Epic 13 die Designs, die fanden alles selber gemacht. Und wo ich das jetzt wieder alles eingestellt habe vorher und die Designs geändert habe, weil ich das ja machen muss, wenn ich den Namen auch ändere, auch die Alerts, alle selber gemacht, alle selber animiert und so, habe ich gemerkt, wie viel Liebe ich da reingesteckt habe. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich, obwohl ich weiß, dass die Klickzahlen wahrscheinlich jetzt noch weiter runtergehen, weil es nicht Reflex ist, weil der Name hat natürlich auch eine Strahlkraft. Aber ihr habt schon gesehen, ich habe auch immer alles auf 3, also Epic 13 heiße ich ja, und ich habe hier mein Merch mit 13 als Reflex veröffentlicht. Ich habe mein Pro Club heißt SC13. Warum 13? Ich will immer die 13 mit drin haben, weil ich Epic 13 bin. Mein Zweikanal heißt Ref 13. Und warte jetzt so. Und da habe ich mich, wie gesagt, jetzt da komplett entschieden. Und wo ich das dann alles eingestellt habe, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich dachte so, Alter, was sind das für geile Designs? Weil ich gemerkt habe, ich habe da Liebe damals reingeschickt. In diesen Kanal, im Reflex auch, aber da war es was anderes. Das X und so, alles schön und gut, aber ich bin. Das, was ihr jetzt seht, das bin ich. Das, was auf diesem Kanal passiert, bin ich. Und nicht das andere. Ganz einfach. Und ich wirklich angefangen von Epic 13 habe ich mit 0 Abonnenten damals. Ich weiß es noch, Mike. Also, das ist nicht der Account, wo ich vor 12 Jahren erstellt habe. Aber vor 12 Jahren habe ich schon Epic, LP Epic geheißen. Ich war schon immer Epic. Mein Leben lang. Und Epic 13 habe ich vor circa, wie lange ist das jetzt? 3 Jahre? 4 Jahre? Drei Jahre. Mit 0 Abonnenten auf erstellt und die 13 wollten wir unbedingt drin haben. Und ich habe hier, wie gesagt, Designs von Übergang über Alerts, alles mir über die Jahre beigebracht und alles selber gemacht. Und ja, zockst du kein Ultimate Team mehr? Ich werde nächstes Jahr FIFA 22, natürlich zocke ich Ultimate Team. Vielleicht kommen dann auch, wenn ich möchte, 2-3 Trading-Videos, aber ich möchte nicht der Hauptpunkt auf Trading. Ich will, dass der Hauptpunkt ich bin und nicht Trading. Ganz einfach. Ja. Und ich kann traden. Leute, ich habe 9 Millionen auf die Uhr und habe wahrscheinlich Untradables für über 10 Millionen. Und das, obwohl ich das nicht mache, spiele ich halt Spiel. Ich habe da kein Problem damit. Kann einer meine Anfrage annehmen? Ja, gleich. Und deshalb. Ich mach schon. Leute, wartet mal bitte kurz. Und wie gesagt, von Anfang an habe ich das. Die Design, ich kann es euch mal die Design. Allein die Übergänge, Leute. Der Übergang, da stand ich, habe ich ewig gebraucht. Oder hier jetzt auch die Facecam. Ich finde die so next level, obwohl ich da gerade einen Fehler sehe, glaube ich. So. Allgemein, wirklich alles. Das ist so mit Liebe alles gemacht. In schwarzer Facecam-Rahmen, wo perfekt passt. Wo dann schön umrahmt wird und alles. Ich feiere das einfach. Die Farben, dann hier, wartet. Talking Screen. Alles in dem Blau, Grün, Gelb oder Gelb-Neon gehalten und ja, seitdem mir geht es einfach deutlich besser. Ihr seht es. Und das bin halt ich, das bin wirklich rein. Ich, oder Stream-Start-Screen und so weiter. Und man sollte nicht das machen, was andere wollen, sondern das, was einem Spaß macht. Und das macht mir Spaß. Und das wollte ich jetzt einfach mal sagen, damit ihr auch mal so eine Ansage, wahrscheinlich kommt das als Video, aber damit ihr mal so eine Ansage habt, worum sich jetzt hier alles ändert. Der Instagram-Kanal habe ich Designs geändert. Auch das Logo ist von mir. Das ist von mir. Ich liebe mein Logo. Ich liebe es so sehr. Und genau so sollte es sein. Ich hoffe, und alle, die das nicht akzeptieren, können sowas von gern deabonnieren. Das merke ich auch. Ich habe in den letzten 4 Wochen 500 Deabos gemacht. Und ich bin ganz, mich juckt's nicht. Scheiße. Ganz genau. Und das heute ist der Wort zum Sonntag. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter und zocken.